Hallo zusammen, ich habe hier einen Solarkühlschrank. Solarkühlschrank WL91. Dieser Solarkühlschrank hat 91 Liter Inhalt, hat kein Tiefkühlfach. Wir haben größere Modelle, die verlinke ich euch dann hier oben. Die haben ein Tiefkühlfach, sind aber dann auch ein Stück breiter. Wir haben unten Gemüseschublade, Halterungen. Hier ist noch die Transportversicherung für den Transport. Dieser Solarkühlschrank läuft auf 12 Volt. Ist relativ teuer, weil wir nehmen einen normalen Haushaltskühlschrank. Da verlinke ich euch unten noch ein Video, was wir mit den Kompressoren machen. Wir bauen diese Kompressoren aus und bauen einen neuen Kompressor ein. Wir müssen R600A, das ist ein Kältemittel, was ein GWP hat unter 150, also GWP, globales Erwärmungspotenzial, da geht eigentlich nur R600A. Also wenn ihr solchen Haushaltsdesign den Kühlschrank anschaut, und der läuft mit R134A. Dieser darf nicht in Verkehr gebracht werden, weil er eben GWP hat über 150. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, guck, ich nehme statt den teuren, umgebauten Kühlschrank 12 Volt, einen Kühlschrank 230 Volt und hänge einen Wechselrichter dazwischen. Für diesen Kühlschrank hier empfehlen wir eine Batterie von 100 bis 150 Ah. Es gibt ja verschiedene Batterien, eine Bleibatterie, da sage ich eher 150, und eine Lithiumbatterie, eine 100 Ampere oder auch eine 80 Ampere Batterie. Ich habe hier unsere Liontron. Ich habe hier zum Beispiel eine Batterie, eine 100 Ampere von Wemo Mobil Power. Das ist eine Lithiumbatterie und die liegt preislich auf dem gleichen Niveau wie der Kühlschrank. Was brauche ich sonst mehr? Ich brauche einen Solarregler und natürlich ein Solarpanel. Das hier ist ein 100 Watt. Also das heißt, wenn ich ein 100 Watt Solarpanel habe, diesen Regler, 15 Ampere reicht, und ich gehe damit auf die Batterie. Hier wichtig ist, dicke Kabel verwenden, 6 Quadrat Kabel vom Solarpanel, vom Dach von einem Gartenhaus runter auf den Regler und mit 6 Quadrat auf die Batterie. Und dann den Kühlschrank nicht über den Regler anhängen, sondern direkt auf die Batterie. Idealerweise ist die Batterie auch in der Nähe vom Kühlschrank. Und dann hier die Länge in Meter von der Batterie bis zum Kühlschrank sollte dem Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen. Also wenn der Kühlschrank 4 Meter weg ist, 4 Quadrat oder sogar höher. Wenn ihr 1 Volt Verlust habt auf dem Kabel, 1 Volt ist nicht viel, aber bei 12 Volt sind das fast 10%, die wir Verlust haben auf der Zuleitung. Das heißt, die sind einfach weg. Das heißt, wir brauchen wieder von der Speisung vom Solarpanel natürlich wieder mehr Strom. Ja, was ist jetzt, wenn ich sage, ich habe Solarpanel, ich habe den Regler, ich habe die Batterie und ich nehme einen Wechselrichter, der kostet mich 300 Euro. Und ich hänge den Kühlschrank an. Dann mache ich euch hier oben dann ein Video in der Endcard. Dann braucht der Kühlschrank doppelt so viel Strom. Ihr könntet zwar sagen, ja gut, ich spare mir 500 Euro am Kühlschrank oder Franken. Hab dafür den Wechselrichter, also es ist immer noch günstiger. Wechselrichter kann ich noch für was anderes verwenden. Aber ihr braucht, weil er doppelt so viel Strom braucht, brauchen wir die doppelte Batteriekapazität, also statt 900 Lithium hier brauche ich dann 1800.
Und ich brauche einen stärkeren Regler, das ist nicht der Riesenkostenpunkt. Und ich brauche ein doppelt so großes Solarpanel. Ich muss dann irgendwo zwischen 250 Watt Solarleistung haben. Hier bei diesem Kühlschrank, je nach Situation, Einbausituation von den Solarpanel, komme ich mit 100 bis 120 Watt durch. Also empfehlenswert, 100 könnte reichen, mit 120 kann ich diesen Kühlschrank betreiben, wenn der Rest der Installation stimmt. Ja. Das ist der Kühlschrank. Produktbeschrieb, technische Daten. Wir sehen hier bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, braucht dieser Kühlschrank 11 Watt. 11 Watt, das ist 1 Ampere. Nicht ganz, aber rechnen wir mit einem Ampere. Das sind dann 24 Amperestunden, die dieser Kühlschrank pro Tag braucht. Das heißt, ich habe hier 100, die ich brauchen kann. Das heißt, mit dieser Batterie könnte ich den Kühlschrank rund 4 Tage durchbetreiben. Wir reden über 25 Grad Außentemperatur, ohne dass die Sonne scheint. Also eine Schlechtwetterperiode, mal 1, 2, 3 Tage, werde ich mit dieser Batterie überbrücken können. Wenn ich 25 Amperestunden pro Tag brauche, muss ich ja das wieder vom Solarpanel in die Batterie kriegen. Also Solarkühlschrank heißt nicht, dass er direkt mit Solar läuft. Hier habe ich ein 100 Watt Panel. Das 100 Watt Panel durch 12 sind irgendwo zwischen 6, 7 Ampere, dass das Spitze bringt pro Stunde. Man rechnet mit dem Faktor mal 4 im Jahresdurchschnitt. Also 4 habe ich im Frühling, 4 mal mehr, also 7 mal 4 sind dann 28 Amperestunden, die das Panel im Schnitt bringt. Im Sommer sieht es ganz anders aus. Im Juli, August, wenn ich wirklich Top-Sonne habe, dann habe ich hier unter Umständen das Doppelte, da kriege ich auch 50 Ampere rein über dieses Panel. Bei optimaler Sonne, optimaler Ausrichtung. Dann braucht der Kühlschrank hier aber auch nicht mehr 25 Ampere Stunden pro Tag, sondern er braucht, wenn wir wieder aufs Datenblatt gehen, bei 32 Grad außen, das kann ich dann im Sommer schon mal haben, also 5 Grad innen, 32 Grad außen, braucht er 20 Watt. Das heißt, 20 Watt durch 12 sind wieder irgendwo um die 1,5 Ampere, das mal 24 sind um die 40 Ampere. Ich habe es nicht so genau mit dem Rechnen, aber darum ist dann das, was der Kühlschrank braucht im Sommer. Aber dann bringe ich ja 50 Ampere von der Solarzelle rein. Weil wenn es dann schlechtes Wetter ist oder ich habe nicht mehr die Sonneneinstrahlung, dann braucht der Kühlschrank auch weniger Strom. Unsere Erfahrung ist die, ob ein Kühlschrank in Afrika steht oder hier oder in Schweden oder hier, das spielt nicht mal so eine riesen Rolle, weil in Schweden habe ich wesentlich weniger Solarleistung als hier im Süden bzw. in Afrika. Aber in Afrika braucht der Kühlschrank auch viel mehr Strom. In Schweden steht er irgendwo in einem Haus, was nicht geheizt ist oder weniger geheizt ist. Nachts werden die Temperaturen auch da weniger. Durch das braucht dann der Kühlschrank auch weniger Energie. Von dem her, wenn wir nochmals eine Kostenrechnung machen, ich habe, wenn ich so einen Schrebergarten, Gartenhäuschen, ich brauche so einen Kühlschrank, hier sind wir bei 800, ich habe die Batterie 900, dann sind wir bei 1000, 900, Regler, Kabel, Kleinmaterial, bin ich bei 2000 und so ein 100 Watt Panel mit der Befestigung, je nach Situation, brauche ich nochmals 200. Also kostet mich so ein Kühlschrank, sage und schreibe,
2500 Franken Euro mit der Batterie. Ich installiere das selber, das kann ich dann nicht rechnen. Ja, 2500 Euro für einen Kühlschrank ist ja sehr viel. Rechnen wir die andere Rechnung rum. So ein Kühlschrank braucht um die 100 Kilowattstunden im Jahr. Das heißt, 100 Kilowattstunden im Jahr bei 30 Cent sind um die 36 Euro Strom im Jahr, was so ein Kühlschrank braucht. 36 Euro braucht dieser Kühlschrank im Jahr an Strom. Das heißt, in 10 Jahren braucht der Kühlschrank nochmals 360 dazu.